Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Cyberport Unboxing. Heute haben wir uns die GoPro Hero 5 Black geschnappt und wollen einen ersten Blick auf den Lieferumfang werfen. Neben der Actioncam selbst befinden sich ein Akku, ein USB-Typ-C-Kabel, eine Bedienungsanleitung sowie ein paar GoPro-Aufkleber in der Verpackung. Das neue Design der Hero 5 Black überzeugt uns auf ganzer Linie. Die Kamera ist nun zum Unterschied zu ihren Vorgängern in einem matten Schwarz gehalten und kommt ohne Schutzhülle daher. Weiterhin sind die Ecken und Kanten stärker abgerundet. Uns gefällt der neue Look ausgesprochen gut. Eine weitere Neuheit ist, dass die Hero 5 Black ohne zusätzliches Case bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserfest ist. Auf der Rückseite der Actioncam befinden sich das 2 Zoll große Touchdisplay und eine Statusleuchte. Oben wurden der Auslöser und ein Mikrofon eingebaut. Auf der Front haben wir die Kameralinse sowie den Statusbildschirm, der unter anderem den aktuellen Kameramodus, den verbleibenden Speicherplatz auf der MicroSD-Karte und den Akkuladestand anzeigt. Rechts finden wir ein zweites Mikro und unter der Klappe einen Micro-HDMI und einen USB-Typ-C-Anschluss. Direkt gegenüber liegen die sogenannte Modustaste und das dritte Mikro. In die Unterseite wurde zudem eine weitere Klappe verbaut, hinter der sich der MicroSD-Karten-Slot und der Akku befindet. Daneben haben wir noch den Lautsprecher. Und das war's auch schon wieder zum Unboxing der Hero 5 Black von GoPro. Mehr Informationen gibt es wie immer in unserem Testbericht.